Na gut. Dann gehen wir mal sterben. Oh. Gleich ein Angriff. Was wie wo? Ach, unter uns. Können wir von der Seite ein bisschen aufräumen. Aber wahrscheinlich eher nicht, ja? Ja, die... Oh, wo jetzt? Was? Zwei zerstört? Vier werden beschädigt? Wo? Da, jetzt zwei wird zerstört. Nein! Komm, lass mich durch. Lass mich durch, schnell wieder zu, damit nachher nicht hier was zerstört wird. Das könnt ihr noch nicht machen, Jungs. Wir haben das Ding gerade erst aufgebaut. Lauf, lauf, lauf durch die ganzen doofen Röhre durch. Beim Hinlaufen produzierst du bitte mehr Lasertürme und Mauern. So. Ja, also die Türme scheinen jetzt alle zerstört zu sein. Das, so. Ne, sind sie nicht. Okay. Problem. Hauptproblem. Die blauen Viecher können über einer Mauer rüber beißen. Deswegen hatte ich auch schon angefangen, anderen Ordens zwei Mauern zu bauen. Aber hier hatte ich es halt vergessen. Das ist doof. Wir können eine Substation bauen. Nein, ich habe mich wieder verklickt. Wir haben die Combat-Dinger da. Forscht. Shotgun Shells, Shooting Speed. Oder Destroyer Capsule. Warte mal ganz kurz. Erstmal Prioritäten hier: Mauern setzen. So. Dann brauchen wir neue Lasertürme. Da. Der Rest steht noch. Okay. Trotzdem müssen hier später mehr Mauern hin. Brich das mal ab. Bau die Mauer da zu Ende. So. Da ruhig zwischen zumachen. So. Hoffen wir mal, das reicht so. Ich brauche hier auch nochmal einen Laserturm hin. Einfach nur so. Für den Fall. Wie schaut es sonst hier oben aus, wo ich gerade in der Ecke bin? Kisten füllen sich, sind aber nicht übermäßig voll. Ja, alles super. Okay. Jetzt wollte ich die Dinger da ausprobieren. Distractor Capsule. Brauchen rote Chips. Rote Chips ist nicht gut. Ich mag meine roten Chips. Kommt ein Zug? Nein, okay, rüber hier. Du kannst inzwischen auch weg, ne? Ja, komm mit. So, hier durch, hier rein, hier zu. Aber das sind alle am Fliegen. Ich werde neu versorgt. Sehr gut. Die brauchen echt lange zum Bauen. Also ich hoffe für die Viecher, dass sie super toll sind. Also diese Distractor-Capsules. Weil sonst werde ich die wahrscheinlich nicht bauen. Wenn das so eine Ewigkeit braucht, um hochgezogen zu werden. Du kannst weg, du kannst weg. Begeben wir uns schon mal in Richtung Basis, die wir zerstören wollen. Na? Ah, jetzt wird nun die Mauer beschädigt. Sehr gut. Mauer beschädigt, Mauer beschädigt. Und vorbei. So muss es ablaufen. Sehr gut. Jetzt sollten wir einen Roboport hinbauen mit den Baurobotern, aber später, später. So, wir haben jetzt eine Distractor-Kapsel. Und es ist Nacht. Sehr schön. Habe ich genug Muni? Ja, Muni habe ich genug. Ich hätte gern batteriebetriebene Lampen, die ich um mich herum werfen kann. Oder Flares, also so eine, wie heißen die Dinger? So knick-knick, werf weg und dann leuchten die. Oder die man so lang schrabt wie so ein Streichholz und wirft man hin. Dann zischelt die so rot Zeug. Ihr wisst schon, was ich meine. Davon hätte ich gern welche. Weil jetzt gerade nachts ist es doch ziemlich doof und das Nachtsichtgerät ist sowieso doof. So, ich werf mal eins von denen raus. Oh. Die sind gut. Bewegen sich noch nicht. Ja, okay, damit kann ich leben.
Also ich sollte sie definitiv an besseren Orten rauswerfen. Aber davon baue ich gleich ganz, 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 ganz viele. Und dann spamme ich die hier hin. Das ist gut. Oh, okay, ein Wurm ist tot. Ein kleiner Wurm ist tot. Ja, gib ihm, gib ihm. Ach so, die werden... Hä? Es wurden 4 Roboter zerstört? Das waren jetzt aber die komischen Kapseldinger, oder? Also, sehr verwirrend. Aber na gut, ich würde gerne einmal hier außen rumlaufen. Oh oh. Warum seid ihr so schnell? Okay, Schild ist aufgeladen, runter. Lauf mal jetzt zu den Türmen, das ist eine tolle Idee. So, ein Teil bleibt dann hoffentlich hier, wird abgelenkt. Ich will nämlich einen Spawner töten, bevor ich irgendwas anderes mache. Ach du Kacke. Ach du Kacke. So. Wow. Okay. Ja, wir haben 2 Spawner getötet. Das sind sehr viele blaue. Lauf. So, Türme, rettet mich. Oh oh. Nicht im Wald hängen bleiben, nicht im Wald hängen bleiben. Okay, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, lauf. Schieß, 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 schieß. Boah, ist das viel Sapsche auf dem Boden. Okay. Wir haben keine Kapsel mehr. Wir haben aber 2 Spawner gekillt. Dadurch dürfte der nächste Anlauf jetzt einfacher werden. Genau. So. Das war jetzt die Basis. Okay, okay. Hätte ich mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Also, klar, es war eine ganze Menge von den blauen Viechern und hätten wir das Schnelllaufding nicht, wären wir sowas von tot gewesen. Aber es hat geklappt. Wir haben jetzt hier ein bisschen Sicherheit. Ich gehe mal nach unten zu diesen kleinen Fitzeldingern da. Das werden nur Würmer sein. Und der Basis. Die will ich beide noch kaputt machen, bevor die wieder später zu so einer Riesenbasis mutieren, wie wir das schon mal hatten. Warum liegen die Artefakte einfach so auf dem Boden rum? Weg, 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 weg. So. So, Minibasis zerstört. Wir haben nur noch 11 Schuss Munition. Das ist nicht gut. Wir brauchen bald neue Kupferplatten. Aber hier unten erstmal irgendwo die Würmer töten. Was? Oh, das ist eine richtige Basis und gar kein... Okay, es sind 2 große Würmer und 1 Spawner. Das ist machbar. So, Wurm ist kaputt. Kurz aufladen. Ein so ein Distractor-Ding ist fertig. Also ja, die sind schick. Vor allem kann ich mir vorstellen, wenn man davon ganz viele rauswirft, ist das richtig garstig. Ah, die Produktionszeit von den Dingern. Oh, boah. Oh. Ja. Die hätten wir auch kaputt. Das läuft ja richtig gut hier. Das da und das da wären das nächstgrößere Problem. Wobei, da unten haben wir eine kleine Basis. Da laufe ich auch nochmal hin. Ah, wir haben nur noch 6 Magazine. Hm. Das ist ganz schön weit weg eigentlich. Na komm, gucken wir mal. Schmeißen mal ganz viele davon raus. Die sind eine super Ablenkung. Okay, das gab nicht gerade viele Artefakte, aber die Basis ist kaputt. So, Jungs, bleibt hier, haltet die Stellung, ist alles gut. Wir verziehen uns.
Sehr, sehr schön. Wie viele Artefakte haben wir jetzt dabei? 93. Yo, gib ihm. Wow, ohne Ende. Lila Tränke. Achso, Forschung sollte ich auch noch wieder anschmeißen. Also jetzt, wo die Alien-Artefakte doch recht schnell reintrudeln, machen wir auch das nervige, teure Zeug da mal. Damit wir dann irgendwann unsere MK2-Rüstung haben, um noch einfacher durch die Basen durchzurushen. Da freue ich mich schon drauf. Achso, Zug vorsichtig und so. Ich will nicht vom Zug überfahren werden, das wäre ein doofes Ende. Viel zu viel Eisen, viel zu viel Eisen, viel zu viel Eisen. Was sagt das System? 30.000 Eisenplatten. Keine Kupferplatten, kein Kupferdraht. Ich sollte aufhören, Eisen abzubauen. Ja, das klingt komisch, aber irgendwie wäre es wesentlich sinnvoller, wenn wir alle Dinger da oben nur auf Kupfer umstellen würden. Ja, nur die paar hier machen gerade Kupfer. Sind da oben Förderbänder? Ich guck mal ganz kurz. Also unsere Eisenanlage hier in unserer Basis, wenn sie denn vorhanden ist, da würde ich den gleich mal ausschalten. Nö, da haben wir noch gar nichts ab. Ah, doch, da oben. So, ihr. Weg, 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 weg. Hier wird nichts mehr abgebaut. Das ist unsere Notfallreserve für später mal. Und aus den Dingern mache ich mal. Ich habe vergessen, dass Eisenkisten kleiner sind als die anderen Kisten. Also Steel Chest? Steel Chest? Ja, Steel Chest klappt, okay. Und ich kann nichts aufheben, weil alles voll ist. So, da rein. Weil ich will nicht mehr so viel verdammtes Eisen im System haben. Weil wenn so viel Eisen im System ist, dann werden sie auch über sich denken, boah, da ist viel Eisen, das muss ich jetzt unbedingt zur Schmerze bringen. Und dadurch werden die Roboter halt nicht losfliegen und das Kupfererz zur Schmelze bringen. Und das ist viel, viel wichtiger. Also räumen wir hier kurz dann auf, schmeißen alles in die richtigen Kisten. Achso, machen aus den beiden Kisten auch noch Stahlkisten. Stahl, Stahl, Stahl. Sind alle Stahlkisten, okay. Du, Rainer. Und dann ist das hier eine weitere Notfallreserve für später mal. Und wir bekommen jetzt nur neues Eisen aus unserer Kolonie. So. Dann hätte ich jetzt ganz gerne eine Kiste. Runter, 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 runter. Achso, und neue Science Packs erforschen. So. Eine Kiste. Wir haben 11.000 Kupfererz, 31.000 Eisenplatten. Warum stellt ihr nicht durchgehend Stahl her? Oh, weil wir zu viel Stahl haben. Ja, okay. Wir verbrauchen keine Eisenplatten mehr, oder sehe ich das gerade falsch? Passive Provider Chests. Okay, Jungs. Ihr hört bitte mal auf, Eisen zu verarbeiten. Ich will hier überall nur noch Kupfer sehen. Diesen Reinkupfer, diesen Reinkupfer, diesen Reinkupfer, diesen Reinkupfer. Die hier machen da Eisenplatten. Kein Eisen mehr, kein Eisen mehr. Achso, es ging ja mit Shift rechts. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Jo, okay. Also müsste jetzt bei den ganzen Kist-Schmelz-Kombinationen nur noch Kupfererz angeliefert werden. Natürlich sind noch Restposten da an Eisen. Die werden noch abgearbeitet, aber danach müsste es eigentlich nur noch Kupferplatten geben.